Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Bauunternehmen Simulator. Und ja, wo wir gerade mal hier sind, können wir vielleicht mal gucken, was wir noch an Maschinen hier haben und uns leisten können. Aber ich glaube, diese Bagger und so, da noch ein bisschen sparen wir. Oh, na, 7,5, okay. Ja, ist vielleicht in der Beta jetzt noch alles ein bisschen günstiger. Ich glaube, das ist der Grund, warum das hier relativ fluffig aussieht. So, was haben wir denn hier? Tankstelle, genau. Das wollen wir machen. Hier hin, akzeptieren. Und jetzt können wir auch den Auftrag annehmen. Jawohl. Los goes it. Tische und Paletten zerstören. Hervorragend. Bam. Bam, bam, bam. Bam. So. Und hier nochmal. Nein, die Stühle ja nicht. Okay, ich glaube, also könnte das möglicherweise gegebenenfalls sein, dass die Sachen, die wir zerstören müssen, entsprechend gelb hervorgehoben sind, wohingegen jene, welche wir nicht zerstören müssen oder irgendwo anders hin schleppen müssen, entsprechend anders farblich kodiert sind. Nehme ich mal so an. So, was ist denn jetzt hier los? So. Leitung raus. Die ist ein bisschen komisch. So. Und? Na? Hallo? Und drückt ja immer die falsche Taste, dieser Idiot. Was ist los? So. So, immer auf der anderen Seite. So. Und so. Und so. Einen habe ich noch nicht gesehen. Ach, da hinten hängt noch an dem Laden drin. Okay, einmal in den Laden rein. Guten Tag. Da. So. Müll in den Container wegschmeißen. Ja, das kriegen wir auch hin. Wobei, das mit dem Container, das ist ja so ein bisschen abenteuerlich. Aber in der Ego-Perspektive funktioniert halt irgendwie besser. Ja, aber Gott sei Dank auch zwei Container. Erinnert ihr noch an den ersten demonischen Bild, wo das voll nervig war, wo man, ja, da musste man auch die Nägel aus. Also, das war aber damals auch schon so, ne? Wenn die Radkappe, sag ich schon, wenn die Baggerketten kaputt gegangen sind und so, dass man das dann irgendwie auch alles reparieren musste und so, fällt mir gerade ein. Also so neu ist das nicht, aber das mit den Leitungen, das hab ich, da kann ich mich jetzt nicht dran erinnern. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. Tü-tü-tü-tü. So. Und hier nochmal rum. Okay. So. Dann. Aha, jetzt können wir nämlich loslegen mit unseren neuen Maschinen, Betonpfeile abzureißen. Wo ist denn hier? Abbruchroboter, jawohl. Und dann gehen wir ins Menü und sagen, bitte einmal bei dem Abbruchroboter einen Presslufthammer anbringen. Akzeptieren. Gut. Dann los. Okay. Was haben wir denn hier? Können wir das nicht eigentlich mit dem Großen machen? Aber vielleicht geht das mit dem hier besser, weil dann die Maschinen nicht kaputt gehen, weißt du? Weil da nichts drauf fällt zum Beispiel. Ah, und deshalb vielleicht auch ferngesteuert, weil hier ist eine Tankstelle gewesen. Stell dir mal vor, hier Funkenflug und so und das Ding hat noch Gase drin. Ich glaube, das ist nicht so cool. So.
könnte uns auch mal wirklich, weil sonst werden wir da einige schimpfen. Das... So, besser geht's nicht. Muss ein bisschen mehr anwinkeln, so, dass es ein bisschen realistischer aussieht. So, Gehweg abreißen. Ach, hier den. Ja, ich weiß das, ne? So, einmal hier die Platten wegräumen. Da frage ich mich übrigens gerade. Ob wir das vielleicht auch mit der anderen Maschine machen können. Steht aber da halt nicht. Achso, weil die. Ja, ich weiß warum. Weil, guck mal, wir müssen dazwischen. Ja, und das geht ja mit der anderen Maschine wahrscheinlich gar nicht. Was ich jetzt gerne hätte, ist, dass man das ein bisschen noch weiter senkrecht anwinkeln könnte vielleicht. Das wäre wahrscheinlich ein bisschen glaubwürdiger. Und was ein bisschen ärgerlich ist, dass die Spiellautstärke so ein bisschen unterschiedlich ist. Nicht, dass ihr euch jetzt erstmal entweder die Ohren wegfliegen, wahlweise, oder... Ja, weiß schon, ne? Warte mal. Was ist denn so? Warte mal. So. Und selbst da gibt es Staubentwicklung. Ja, und was ich schon bemängelt habe, auch bei den Entwicklern, es ist ein bisschen sehr schnell. Also, ich sag mal, die Maschinen und so, die drehen sich halt sehr schnell um. Ist ein bisschen verwirrend. Und irritierend. So, wir machen es natürlich hier für den Bonus, denn wir wollen uns ja die nächsten Maschinen leisten können. Ich hoffe, ihr hört mich überhaupt noch. So. Gibt alles Bonus. Also da, wo wir jetzt zumindest noch ein bisschen ordentlich was bekommen, sollten wir das machen. Ist auch ein bisschen komisch, ne? Ich kann mich nicht entscheiden. So vielleicht. Gut. So, und es lässt auch nicht zu, dass man das mit einer Maschine macht, seht ihr? Tja. So, das wäre das. Und dann fehlt jetzt noch der Bulldozer. Da ist er. Da ist der Rest kaputt. Mal eben versuchen, ob wir das jetzt mal ohne Bewässern hinbekommen. Und schön langsam das machen. Dachte, das ging vielleicht. Okay. So. Achtung. So.
Ja, da war ein bisschen viel Staub. Und das ist schon wieder Bonus, obwohl die Tankstelle noch steht. Warum? Warum gibt das jetzt Bonus? Niemand weiß es so genau. Kommen wir denn hier noch ran? Also ich will jetzt nicht, dass mir das ganze Dach auf den Dez fällt. Hätte ja gut klappen können. Hätte Fahrradkette, sag ich da nur. Schade. So, pass auf, jetzt probieren wir mal. Ja, wir haben natürlich unsere eigenen Maschinen kaputt fahren. Ist auch sehr geschickt. Ja, aber ansonsten bringt das nichts. Hä? Ja, doch ein bisschen. Aber warum gingen jetzt eben hier die hier zum Beispiel mit der einen Maschine weg und mit der anderen nicht? Ah, doch. Na, Wonderbra. Ist das vielleicht, wenn man das hier komplett räumt? Sieht so aus, ne? Ja, merkwürdig. Okay, Leute, das soll es gewesen sein. Ich glaube, ups. Das war eigentlich ziemlich cool, ne? Das ist ein richtig schön kleiner handlicher Bagger hier. Jedenfalls, ja, ich glaube, das soll es gewesen sein. Wir haben das ja hier relativ, ja, bestmöglich sozusagen veranstaltet. Schauen wir mal. Kommt denn hier? Nö. Da kommt dann auch nichts mehr. Okay, also, machen wir mal. Abschließen. Diese Kamera fährt doch immer. Okay, wir haben nochmal Glück gehabt. 58 hat die Staubdämmung gekostet. Belohnung 1600. Bonus 2000. Das war's von dieser Folge von Demolish & Build, dem Bauunternehmen Simulator. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Mein besonderer Dank an die tollen Unterstützer auf Tipeee, deren Namen hier aufgelistet sind. Weitere Infos dazu findest du auf garda.link/tippeg. Wann die nächste Folge deines Lieblingsspieles kommt, siehst du im Sendeplan unter tv.garderol.de. Und jetzt viel Spaß mit unserem anderen Programm und hier auf YouTube.